Doch Dominik war unglücklich. Warum, fragen sich die Sozialarbeiter im Wackener Jugendzentrum, bekam er so lange keine Hilfe? Ihre Antwort? Verändert hat sich, dass die Mitarbeiter des Jugendamtes früher für ihr Klientel selber zuständig waren. Und heute wird es fremdvergeben. Und diese Träger haben überhaupt kein Interesse daran, dass es ihrem Klientel besser geht, denn sie verdienen Geld damit. Was bedeutet das für die Kinder und Jugendlichen? Die sind in der Falle.